Ja, Ruhe und Joch, wie passt das denn zusammen? Eigentlich könnte ich mich tatsächlich dorthin setzen, weil als Jugend gehen wir die 10 Gebote durch und waren jetzt am Donnerstag mit dem 4. Gebot beschäftigt. Und das ist? Der Ruhetag. Aber die Jugend hat's gewusst. Jetzt. Ich möchte euch aber auch nochmal die Verse nochmal ganz in Ruhe vorlesen. Macht, wenn es euch hilft, vielleicht mal die Augen zu, schaltet eure Handys ab. Wir waren jetzt auf Jugendfreizeit, da kam einer der Jugendlichen auf diese geniale Idee, während der Freizeit lagen alle Handys auf einer Sammelstelle. War eine große, ruhige Herausforderung. Also, kommt zu mir, ihr alle, die ihr euch abmüht und belastet seid. Ich will euch Ruhe schenken. Nehmt das Joch auf euch, das ich euch gebe. Lernt von mir. Ich meine es gut mit euch und sehe auf niemanden herab. Dann werden eure Seelen Ruhe finden. Denn mein Joch ist leicht und was ich euch zu tragen gebe, ist keine Last. Das, was Jesus hier sagt, hört sich so nach Widerspruch an. Er redet auf der einen Seite von Ruhe, Entspannung, bei ihm alles abgeben und dann kommt er und sagt, so, und wenn ihr dann alles abgegeben habt, dann lege ich euch mein Joch auf. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich an Joch denke, dann denke ich eher an etwas, boah, das ist sowas Belastendes, sowas Anstrengendes und ich werde darauf nachher eingehen. Aber zunächst einmal muss man mal überlegen, wem Jesus das so sagt. Denn seine Zuhörer waren zu dem Moment gar nicht so beruhigt, so entspannt wie ihr jetzt. Ihr seht so geschillt aus, von hier vorne zumindest. Ja. Die waren das gar nicht, weil Jesus war vorher unterwegs und hat gesagt, eure Städte werden untergehen wie Sodom und Gomorra. Und also ich weiß nicht, es hat für mich nichts mit Ruhe zu tun, sondern eher, ach, der hat schon wieder nur rumzunölen. Warum nölt er immer nur so? Und dann sagt Jesus auch noch, und alle, die ihr geistig arm seid, ihr werdet ins Himmelreich kommen. Klammer auf, ups, für alle anderen. Ja, also könnt ihr euch vorstellen, da war der eine oder andere war nicht in einer Pro-Jesus-Stimmung. Ja, sondern eher, oh. Ähnlich wie Johannes der Täufer. Der hat sich auch so nette Sachen überlegt, wie er seine Zuhörer so wirklich ermutigt, ihm zuzuhören. Otternbrut, Schlangengeschlecht. Also ich weiß nicht, ob das so einladend ist, mit jemandem zu sprechen. In der Regel möchte der heutige Zuhörer nicht so negativ betitelt werden. Aber nachdem Jesus dann gesagt hat, eure Städte werden untergehen und es wäre selbst Sodom und Gomorra, würde es besser gehen als seinen Zuhörern, die aus diesen Städten kommen, kann ich mir vorstellen, wird Jesus ganz ruhig. Und seine Zuhörer haben große Aufmerksamkeit auf einmal, weil von dem sehr strengen Ton auf einmal vielleicht eher so ein liebevoller Ton ist. Bitte verzeiht meiner Fantasie, ja? Ich erlebe das eben so in meiner Vorstellung so. Ja? Und dann sagt Jesus, liebevoll, sanft, kommt alle her, die ihr euch abmüht und belastet seid. Ich möchte euch Ruhe schenken. Ruhe. Was für ein großes Wort.
Und wie Dominik schon sagte, heute vielleicht mehr denn je und mehr als damals. Aber wie sah denn die Arbeitswoche damals aus zu den Leuten, zu denen Jesus das sagt? Urlaub? Es gab keine Urlaubsregelung in deinem Arbeitsvertrag. Du hast dann 365 Tagen im Jahr minus den Sabbattagen gearbeitet. Da war nichts mit Ruhe. Und mit der Forderung nach einer 5-Tage-Woche oder gar, wie jetzt laut wird, einer 4-Tage-Woche, weit gefehlt. Sondern die Leute haben gearbeitet bis ins hohe Alter, weil eine Rentenversorgung, die war auch nicht vorhanden. Und für all diejenigen, die nicht den Vorzug hatten, irgendwo fest auf einen Hof zu sein, bedeutete es, jeden Tag in die Stadtmitte zu gehen, sich an einen Brunnen zu stellen und zu hoffen, dass irgendjemand noch einen Tagelöhner braucht. Von Ruhe keine Spur. Und Jesus spricht hier ja auch zwei Dinge an. Zum einen die, die Ruhe brauchen von der schweren Arbeit. Und jetzt müssen wir uns das vorstellen. Die meisten waren im Handwerk oder in der Landwirtschaft. Und wie oft ärgert ihr euch, dass ein Trecker vor euch herfährt? Geht es irgendjemandem so? Ja, wir kamen gestern von Bad Harzburg, von der Trauerfeier meines Schwiegerpapas zurück, ja, und kurz vor Usingen, also das heißt, ihr seid schon hunderte von Kilometern gefahren, seid gut durchgekommen, staufrei. Und was habt ihr dann die letzten Meter da, wo ihr nicht überholen könnt vor euch? Einen Traktor. Ja, und der tüppelt dann ganz gemächlich vor sich hin und fühlt sich gar nicht belästigt oder beeindruckt, dass sich hinter ihm eine lange Schlange bildet. Wie schnell man in eine Führungsposition wechseln kann. Ja? Nur damals war das mit den schönen großen Landmaschinen nicht, sondern das war alles harte Arbeit. Und die Menschen, die Jesus zuhörten, waren oft erschöpft. Und ich höre jetzt schon innerlich, wie die Jugend langsam sich an Donnerstag erinnert und sagt, aber Jens, du hast da ja noch eine Klammer eingebaut gehabt. Und ja, natürlich. Die hatten einen immensen Vorteil. Sie hatten schon mal das da nicht. Weil ich glaube, das versetzt uns alle heutzutage in immense Unruhe. Es klingelt, es brummt, es summt und irgendwie muss man ständig drauf gucken. Dann war die Nacht noch wirklich Nacht. Wenn es dunkel wurde, dann zündest du zwar eine Kerze an und machst ein kleines Feuerchen, aber das war's dann auch. Du warst gar nicht mehr in der Lage, sondern du hattest die Nacht zur Erholung. Ach ja, und dann haben wir ja auch noch Herbst und Winter, da wo es früher dunkel wurde. Auch das waren Erholungszeiten. Aber trotz all dem wussten die Leute, was Jesus meint. Und das, was Jesus hier sagt, sind zwei wichtige Dinge. Zum einen geht er davon, von dieser schweren körperlichen Arbeit aus und zum anderen, und das ist das, was heutzutage vielleicht noch viel, viel schwerer wirkt, das, was deine Seele belastet. Das, was schwer in deinem Herzen liegt und wie Zentner erdrückend ist. Auch das meint Jesus. Und da sagt er, kommt mit all diesen ganzen Dingen zu mir. Ich möchte euch Ruhe geben für eure Seelen. Ich möchte, dass es euch gut geht. Ich möchte, dass ihr wieder erquickt in eurem Herzen seid. Heute Morgen noch gelesen, es gibt eine neue Untersuchung, die sagt, wenn Menschen in den Ruhestand gehen, sollten sie sofort ein neues Hobby lernen. Warum? Weil das im Herzen
eine Veränderung auslöst, mit Freude, mit Neugier, mit Veränderung, was 30% der Lebensqualität steigert und auch der Lebenslänge. Also behaltet das im Hinterkopf, wenn ihr irgendwann in Rente geht, ja? Ein neues Hobby lernen. Oder es bei Jesus die Lasten abgeben. Wie geht denn das bei Jesus, Lasten abgeben? Zu sagen, die schwere körperliche Arbeit, das ist relativ schwierig, aber das, was im Herzen ist. Und da sind wir doch irgendwie alle ein Stück weit unterwegs. Und dann zu Jesus zu gehen und zu sagen, ich gebe das bei dir ab. Und wir gehen hin und lassen für uns beten oder beten selbst und geben unser Paket ab und unser Herz wird leicht, es geht ihm gut. Und dann bewegen wir uns wieder weg vom Kreuz und stellen fest, irgendwas haben wir vergessen. Und meistens holen wir die Sachen, die wir vergessen, dann auch ganz schnell wieder. Und Jesus macht das ganz deutlich. In Matthäus 6, 25 bis 34 könnt ihr zu Hause nachlesen. Da geht es darum, dass er sagt, macht euch keine Sorgen. Macht euch keine Sorgen um das, was ihr esst. Und macht euch keine Sorgen um das, was ihr anzieht. Das waren die großen Hauptsorgen, die die Menschen damals hatten. Und dann führt er fort und sagt, seht euch die Vögel unter den Himmel an. Sie gehen nicht hin und säen Körner aus und doch versorgt sie ihr Vater im Himmel. Und seht euch Salomo an in seiner ganzen Pracht und Schönheit und ist er doch nicht mehr als eine wunderschöne Kornblume, die heute blüht und morgen eingeht. Und er sagt, macht euch keine Sorgen, ihr zersorgt euch, sondern entwickelt ein Grundvertrauen auf den Vater im Himmel. Und ich weiß, wie schwer das ist. Wir alle kennen das. Da gibt es irgendwas, wo man sagt, wow, das geht so toll. Und dann, ein paar Minuten später sackt man in irgend so ein Realitätsloch ab und dann muss man sich umdrehen und entdecken, wow, Moment, da hat Gott schon Dinge getan, warum soll er jetzt damit aufhören? Warum soll Gott damit aufhören? Vielleicht liegt es an dem zweiten Teil, den wir gleich haben. Aber zunächst einmal sagt Gott, nimm Platz. Bei mir findet ihr Ruhe. Das Kreuz hängt an der falschen Stelle, muss ich jetzt bemängeln, ja? Weil das hier hat mir jetzt von der Deko besser gefallen, so Wasserkrüge, Entspannung, Ruhe, das, was vor euch liegt, die Urlaubszeit, alles, was gut ist, ja? Kreuz ist trotzdem zu weit weg von der Stelle hier, ja? Hier findet ihr Ruhe und genau das meint Jesus, ja? Diesen Moment der Ruhe bei ihm suchen. Und wenn ihr hier sitzt, was macht ihr dann? Im besten Fall tut ihr nichts. Entspannen. Bewusstsein, mein Gott, dreht diese Welt weiter. Auch und gerade, wenn ich nichts tue. Vielleicht sogar manchmal besser. So, und jetzt kommt Jesus zum zweiten Teil in seinen Worten. Nehmt das Joch auf euch, das ich euch gebe. Lernt von mir, ich meine es gut mit euch, und sehe auf niemanden herab. Dann werden eure Seelen Ruhe finden. Denn mein Joch ist leicht, und was ich zu tragen habe, ist keine Last. Das klingt nicht nach Gemütlichkeit, Joch, ich weiß nicht, was ihr damit verbindet. Aber ich habe so diese Bilder vor Augen, diese
düsteren Gemälde, wo zwei Ochsen drauf sind, dann ein Holzjoch sie verbindet und die Schwere irgendwelche Lasten hinter sich herziehen. Und Jesus sagt, kommt, nehmt doch das Joch auf euch. Es ist doch nichts Schöneres als das. Ich weiß nicht. Also vielleicht trifft Jesus meinen Humor nicht ganz so doll an der Stelle wie vielleicht von anderen, aber das hört sich nicht einladend an. Geht es irgendjemandem auch so, der sagt, Joch hört sich nicht einladend an? Es mag aber daran liegen, dass ich kein Ochse bin. Und die meisten von euch ja auch nicht. Oder alle. Denn so ein Joch hatte einen immensen Vorteil für den Ochsen. Ja, und je nachdem, was der Landwirt sich leisten konnte, waren das teilweise auch Holzgestelle, die schon leicht gepolstert waren. Aber das andere wäre, wenn du kein Joch nimmst, also dieses Holzgestell, dann hättest du einen Strick um den Hals gekriegt. Bei der Vorstellung Strick um den Hals und dann irgendwas ziehen, glaubt mir, das gefällt mir noch viel weniger. Ja? Und die Tiere damals hatten weniger Glück als heute. Da wäre keiner gekommen und hätte gesagt, hallo, denkt an das Tierwohl. Und das bedeutete, dass die Tiere unglaublich gelitten haben. Aber mit dem Joch war das Ganze viel, viel einfacher. Die Last wurde leichter, weil sie verteilt an mehreren Stellen lag. Außerdem konnte man zwei Ochsen zusammennehmen. Und die haben dann etwas bewegt. Entweder haben sie gepflügt oder irgendwelche Lasten gezogen. Aber der Gedanke daran ist immer noch nicht schön, oder? Jedenfalls, und da hinein sagt Jesus, das nimmt doch mal auf euch. Und wenn ich mich mit anderen Christen unterhalte und man unterhält sich tiefer über dieses Joch, ja, dann kommen die meisten zu dem Punkt, dass sie sagen, das Joch ist negativ. Weil wir reden ja von Jesus seine Last. Wenn ich jetzt von Jesus seiner Last rede, möchte ich die nicht tragen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich mir die ganze Last von Jesus angucke, dann möchte ich die nicht tragen. Denn die ganze Last von Jesus bedeutet die Last, die er ans Kreuz geschleppt hat. Und ich glaube, keiner von uns möchte die freiwillig schleppen müssen. Wir haben schon mit unserer Last zu tun. Wenn wir jetzt auch noch die Last der ganzen Welt tragen müssten, dann wäre das nicht das, was ich möchte. Was meint denn Jesus damit? Denn das kann es nicht sein. Ich habe ziemlich lange nachgedacht und auch viel gebetet dann über den Text. Und ich habe ein bisschen geforscht, was so andere Leute meinen. Und manche meinten tatsächlich, es geht um diese immense Last der Welt. Und an der Stelle, Gott sei Dank, haben viele widersprochen. Die kamen nämlich, Jesus ist mit einer ganz anderen Last, wo er das sagt, unterwegs gewesen. Was war denn zu der Zeit Jesus seine Last? Problem mit der Last, die Jesus an der Stelle meinte, mögen die meisten die wiederum auch nicht. Das ist das Nachteilige an der Stelle. Ja. Zum Beispiel sagt Jesus, ich bin als Licht in die Welt gekommen, damit niemand mehr in der Finsternis umherirrt. Johannes 12,46. Oder, und dann wird Jesus sehr konkret, ihr aber werdet den Heiligen Geist empfangen und werdet meine Zeugen sein, in Jerusalem, in ganz Judäa, Samarien und bis an die Enden der Erde. Was war Jesus seine Last? Jesus seine Last war, dass das Reich Gottes bekannt wird. Mit dieser Last ist er auf die Welt gekommen, damit die Menschen den Vater im Himmel kennenlernen.
Und diese Last möchte er uns auferlegen. Ich kann mir vorstellen, der eine oder andere denkt, oh, bis jetzt war das Ganze viel einfacher. Jetzt wird es schwieriger. Aber tragen wir genau diese Last von Jesus mit, die er hier meint, dass das Reich Gottes an erster Stelle steht, dass das Reich Gottes, dass der Vater im Himmel mehr Raum bekommt. Wenn wir unsere Lasten nicht abgeben und immer alles behalten, was wird unser Herz ausfüllen? Ganz viel Not. Ein Blick wie ein Ochse mit einem Tunnel auf all die Dinge, die nicht gut laufen. Auf das, was schwer ist. Ich sage nicht, wir laufen mit einer rosa verklärten Brille rum, sondern Jesus möchte, dass wir lernen, das Erste, worum es geht, ist das Reich Gottes. Das Erste, worum es geht, ist das, was Gott sich wünscht von uns und nicht das, was wir uns wünschen. Darum geht es, Jesus. Und dass sein Reich in dieser Welt immer sichtbarer wird. Teilen wir diese Last? Ist es uns eine Not? Spricht es unser Herz noch an, dass andere Menschen vielleicht mit ihren Lasten alleine rumlaufen müssen? Gott schafft Gelegenheiten. Gott schafft Gelegenheiten. Auch Menschen Lasten tragen zu helfen oder abzunehmen, vor allem sie aber ans Kreuz zu geben, zu sagen, hey, da, nicht ich, da ist der Ort. Und das ist das, was Jesus uns eigentlich mit seinem Joch erklären möchte. Es geht nicht darum, dass wir die Welt retten. Die können wir nicht retten. Und darüber bin ich froh. Aber wir sind ein Ort und wir können Orte sein. Und jeder von uns selbst kann das sein, der sagt, ja, ich habe das auf dem Herzen, dieses Joch von Jesus, dass Menschen mit dem großen, lebendigen Gott in Berührung kommen. Und manchmal sind wir dabei nur Brückenbauer. Mehr müssen wir doch gar nicht sein. Als irgendwo eine Brücke zu sagen, guck mal, da kannst du, die Brücke ist vielleicht nur, dass jemand jetzt in Berührung kommt. Und Gott macht aus solchen Dingen etwas. Und ich kann das abgeben. Und egal mit welcher Not du da bist, egal was dich gerade beschäftigt, Jesus sagt, hey, das Erste, was du tun musst, ist, komm zu mir, mach's dir bequem und gib deine Lasten ab. Egal was es ist. Gib sie einfach ab. Und wenn du sie abgegeben hast, dann ist das auch nicht mehr deine Not, sondern du gibst sie ab. Und danach gebe ich dir Anteil an meinem Joch. Nicht, damit du eine neue Last bekommst, sondern dass es dir gut geht. Was ist denn das Geniale daran, wenn wir diese Last teilen, wenn wir dann mitbekommen, dass irgendwo ein Mensch zu Jesus findet, ja? Was passiert im Himmel? Da passiert, sagt das Wort Gottes, eine Party, die Engel freuen sich. Und wir haben daran Anteil. Wow. Also, jeder von uns darf dafür sorgen, dass die Engel nicht aus der Dauerparty rauskommen. Ja. Hm.
Das ist unser Joch. Das ist das Joch, was Jesus meint. Und ja, auf der einen Seite sagt er, finde Ruhe. Aber diese Ruhe finden wir, wenn wir abgeben. Und das, was wir dann aufnehmen, das ist, was wir neu aufnehmen, das soll uns nicht belasten. Und jetzt versteht, wenn ich davon geredet habe, auch Menschen auf Jesus anzusprechen. Es soll niemand sich auf eine Apfelsinenkiste jetzt irgendwo auf den Markt stellen. Das meine ich gar nicht. Sondern mit offenen Augen, offenen Herzen durchs Leben gehen und zu sehen, welche Tür öffnet Gott vielleicht gerade? Wo kriege ich was mit, wo ich was sagen kann? Wo darf ich Zeugnis sein? Wo bin ich in Gottes Führung, denn die Ochsen wurden geführt. Also an der Stelle sind wir dann doch Ochsen. Aber wo dürfen wir diese Führung erleben, wo Gott etwas für uns vorbereitet? Und das ist dann viel leichter, weil wenn Gott es vorbereitet, dann muss ich mich nicht abmühen. Oftmals drehen wir das ganze Ding um. Wir suchen etwas, mühen uns ab und sagen, das ist dann schwer. Gott möchte, dass wir es leicht haben, indem wir das nehmen, was er uns vor die Füße schmeißt. Und die anderen Lasten weglassen. Wie leicht fällt es dir, deine Lasten wegzulassen? Denn das ist die große zentrale Frage, die dahinter geht. Das mit dem Joch funktioniert nur, wenn du vorher die Lasten weggelassen hast. Und wie leicht fällt dir das? Wie leicht fällt es dir, das abzugeben und zu sagen, das bleibt da und ich habe nichts mehr damit zu tun? Weil Gott weiß um alles. Ich möchte gern beten. Herr Jesus, du weißt um jede einzelne Last, die jeder von uns tragen muss, ob es eine Arbeitslast oder eine seelische Last ist. Und wir alle wissen, dass es gar nicht leicht ist, loszulassen, Herr Jesus. Aber hilfst du bei dem Loslassen dieser Lasten? Und immer wenn wir wieder vergessen, dass es in deiner Hand sicher und geborgen ist, dann bitte ich dich, dass du erinnerst. Und ja, Jesus, auch wenn wir sehen, dass nicht alles sich in Wohlgefälligkeit auflöst, aber trotzdem wissen dürfen, es ist in deiner Hand und in deinem Plan. Hilf uns, das zu verstehen, Jesus. Und hilf uns, eine Liebe zu deinem Joch zu bekommen, dass dein Reich immer mehr Vorschein in dieser Welt bekommt. Amen.